Heute ist der Tag 8 seit dem Ausschlüpfen des chinesischen Eichenseidenspinners Anthera perni. Und wir wollen mal nachschauen, wie es den Tieren geht. Die meisten sind schon vor 2 Tagen gewechselt ins L2-Raupenstadium, also in die ins zweite Kleid, sagt man auch bei den Insektenforschern, das zweite Kleid von 5 insgesamt für Anthera perni. Hier sieht man so die typische Fraßspuren, wenn man das Blatt hier dann umdreht. Auf der anderen Seite, dann sieht man auch diese L2-Raupe, wie sie da sitzt. Und natürlich jetzt, sobald man sie entdeckt, werden die nicht groß sich bewegen. Die erstarren oft, wenn man in die Nähe kommt. Das ist etwas Spezielles bei diesen Raupen im Vergleich zu anderen, beispielsweise Bombyx mori oder Samia ricini. Die machen überhaupt kein Aufheben, wenn man sich ihnen nähert. Die fressen ganz genau gleich weiter. Aber Anthera perni ist da ein bisschen anders. Da oben ist eine größere L2 zu sehen und da hier auf dieser Seite eine kleinere, die sich erst gerade verpuppt hat. Hier sieht man auch schon, bei dieser Raupe, dass auf der Seite so ein Streifen erscheint und dass die jetzt knallgrün sind im Vergleich zum schwarzen Kleid, das sie hatten in der ersten Raupenphase. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das Material hier eigentlich aussieht, ob das schon alles zerfressen ist oder ob es da noch brauchbares Material dran hat. Hier nochmals eine, das ist jetzt die dritte, die wir hier gefunden haben. Dann zählen wir mal, wie viele das jetzt da drin sind. Ob wir da noch alle finden, ob es denen allen gut geht hier. Das sieht eigentlich ganz danach aus, ja, da ist die vierte. Genau, hier hat es 4 Stück da. So, da ist also noch eine. Und die sind jetzt also recht gut gewachsen. Das sieht man auch hier an diesen Kotpellets an, die sich da auf diesem Papierstück befinden. Das zeigt auch, dass die recht kräftig gefressen haben und einige der Blätter sind auch schon ziemlich zernagt. Was ich jetzt mache, ich nehme die Blätter einfach so raus, kommt ein neues rein. Die Feuchtigkeit ist immer noch ein wichtiges Element bei den Raupenstadien bis zur L3. Sollte man darauf achten, dass die nicht zu trocken gehalten werden. Und wenn solche Blätter noch intakt sind, kann man die auch noch mal dazulegen, vielleicht ein bisschen wässern, dass die nicht ganz ausgetrocknet sind und sonst natürlich wieder neue Blätter nehmen. Hier hat sie noch einen ganzen Strauß davon. Auch bei denen ist jeweils zu empfehlen, die Blätter vorher gut wässern, damit da nicht zu viele Fremdstoffe, Staub und solche Sachen oder sogar andere Tiere drauf hat. Ja, und dann macht man einfach das, was man Man legt die drauf, so. Voilà. Das sind jetzt also mal 4 Stücke, die waren ja etwa so. Dann sind sie auch ein bisschen schön geschützt, das machen wir noch ein bisschen feucht hier. Also das sieht nicht schlecht aus hier. Und dann, wie ich das letzte Mal schon gemacht habe, verschließe ich das jeweils oben mit einer solchen Folie. Jetzt ist die Gefahr, dass sie abhauen, nicht mehr so groß wie bei L1. Ich habe beobachtet, dass die eigentlich sobald die gehäutet sind zu L2, gehen die nicht mehr so auf Erkundungsreise. Jetzt habe ich zum Beispiel keine mehr gesehen, die da auf dem Rand herumspaziert sind. Das heißt, von L2 an könnte man die auch mit einem offenen Deckel halten. Vielleicht noch 2, 3 Informationen zu der Art, die eventuell interessant sind. Man hat aus Mallorca Meldungen erhalten, dass es dort noch letzte wilde Bestände gibt von Anthera perni. Ich will mal zeigen, wie das da etwa aussieht. Das ist ein Paper, das ist die Karte von Mallorca hier. Die Leute, die schon dort waren, wissen, dass so auf der Seite, das ist die, auf der Nordseite so eine Bergkette. Und am meisten der Tiere hat man in der Gegend gefunden. Das ist so ein Tal hier, ein bisschen bewaldet auch am Fuß der Berge, zum Teil schon ein bisschen in den Bergen mit diesen Eichenwäldern, mit diesen immergrünen Mittelmeer-Eichenwäldern. Und darin soll man Anthera perni schon verschiedentlich gefunden haben. Das ist eine Liste von 1948 bis 2012 mit Meldungen
Das meiste allerdings sind persönliche Mitteilungen und wurde auch schon vermutet, dass eventuell da einfach Leute Saturn, diesen Antrea Perni züchten und die vielleicht freigekommen sind auch immer wieder. Richard Piegler jedenfalls, das ist der Professor für diese Seidenspinner aus den USA, der eigentlich der Experte unter den Taxonomen in dieser Gattung, der behauptet oder sagt, dass das eine rein seidenwirtschaftlich gezüchtete Art ist, die nirgends mehr wild vorkommen kann, Antrea Perni. Und das legt er auch dar in einem großen Artikel. Vor allem interessant ist ja die Frage, warum man zwei verschiedene Arten, nämlich Antrea Roalei und Antrea Perni, miteinander kreuzen kann, dass dabei eine Art Hybrid entsteht, aber dass diese Hybriden dennoch fruchtbar sind. Das heißt, dass sie eigentlich diese Hybriden sich wiederum selber fortpflanzen können. Man hat dann vermutet zuerst, dass das irgendeine Spezialität sei von diesen beiden Arten. Richard Piegler sagt aber ganz einfach, ja, Perni, Antrea Perni wurde eben vor Hunderten, sicher vor tausenden Jahren herausgezüchtet aus Antrea Roalei. Deshalb sind das im Prinzip keine Kreuzungen von Arten, wenn man Roalei und Perni kreuzt, sondern das sind eigentlich, wie wenn man entfernte Populationen von Roalei und Perni kreuzen würde. Daher, und das ist für ihn auch das Hauptanzeichen dafür, dass Antrea Perni eben aus diesem Antrea Roalei hervorgegangen ist, und auch für ihn das Zeichen, dass Antrea Perni eigentlich im strengen Sinne keine eigene Art ist, aber weil sie nur in Zucht gehalten werden kann, eben dann doch. Und dann vielleicht noch eine Information allgemein. Es gibt auch in Indien natürlich sehr viele Untersuchungen über Antrea Perni. Warum? Weil das ein wirtschaftlich extrem wichtiges Tier ist für die Seidenindustrie. Die Eier werden ja in Indien diese Tiere behandelt mit Formalin, nachher werden sie gewaschen, um allfällige Bakterien abzutöten. Und man hat vor allem in Indien die Regel, dass man nie Antrea Perni unter dem Tag wechseln oder irgendwie umschichten soll. Die soll man in Ruhe lassen unter dem Tag, nur früh morgens oder spät abends, wie jetzt, sollte man mit denen hantieren und sie allenfalls umsetzen, nicht am Tag. Offenbar sind sie sehr schreckhaft. Interessant auch die Angaben in diesem Paper über die Menge an Material, die eine Raupe in ihrem Leben frisst. Hier steht etwas von 75 bis 80 Gramm Blätter während dem Larvenstadium. Das würde bedeuten, bei einer durchschnittlichen Larvengewicht von 3,5 bis 5,5 Gramm für ein Männchen und 7 bis 9,5 Gramm für ein Weibchen, ich nehme mal als Schnitt irgendwie 6 oder 7 an, würde das heißen, etwa das Zwölffache des eigenen Körpersgewichts an Blättern. Ein Kilo Puppen würde heißen 12 Kilo Blätter von Eiche. Steht da, das ist 2011 erschienen. Ich habe auch schon andere Berichte aber gehört, die sagen, dass sie nur 35 bis 50 Gramm pro Larve fressen. Das wäre dann eine viel bessere Effizienz. Aber man muss das wahrscheinlich selber mal nochmals nachtesten. Das heißt, in L5 brauchen die dann schon eine rechte Menge solche Blätter von Eiche, Antrea Perni. Wirklich hübsch auch zu sehen, wie die sich da verändert haben, dann, sobald sie von L1 weg sind. Während der Häutungsphase ruhen ja die Tiere etwa einen Tag lang. Da sieht man auch nichts von außen. Und erst nachher erkennt man dann, aha, da ist was geschehen. Da ist aus einem schwarzen Ding plötzlich ein knutschgrünes geworden. Es ist wirklich erstaunlich, wie die hier die Farbe wechseln. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Tiere jetzt bereits wegmarschiert sind von ihren ursprünglichen Plätzen, wo sie abgelegt wurden als Eier. Und jetzt da natürlich, wenn sie ein bisschen mehr außen auf den Ästen leben, sehr gut getarnt sein müssen, um nicht Fressfeinden zum Opfer zu fallen. Das sieht man auch hier, die sind wirklich extrem gut getarnt. Und wenn sie dann noch einhalten mit Fressen und einfach so ruhig auf dem Ästchen sitzen, dann sind sie tatsächlich kaum zu unterscheiden von einem Stück eines solchen Eichen.
Blattes oder von einer Knospe, von einer Eiche und so weiter. Hier sind nochmals vier. Das heißt, wir haben jetzt also acht. Auch da sieht man, dass die Futterpellets das Papier ein bisschen gefärbt haben. Das ist eine gute Kontrolle, jeweils auch so ein weißes Papier da einzulegen. Auch da machen wir dasselbe wieder. Und wir hatten ja ursprünglich 9 geschlüpfte Raupen. Wir haben immer noch 9, obwohl das jetzt erst 8 sind hier. Die 9. ist aber noch hier drin in diesem Becher. Das werden wir dann nachher auch noch kurz zeigen. Ja, Eiche zu finden. Schöne, kleine, junge Triebe. Das ist gar nicht immer so einfach. Vielleicht eher noch als von den großen Eichenbäumen ein bisschen im Unterholz nachschauen, ob ich da Sämlinge hat, die eben aus den Eicheln geschossen sind im Frühjahr. Die haben meistens die etwas weicheren und vielleicht für diese Tiere besser verdaulichen Blätter. Ja, wie geht's weiter? Wir werden einfach weiter beobachten. Jeden zweiten Tag werde ich ein neues Video machen. Einmal Englisch, einmal Deutsch. Das heißt, in 4 Tagen sehen wir uns dann hier wieder und schauen, wie es weitergeht. Vielleicht hat es dann schon die ersten L3-Raupen von Antheria perni. Danke fürs Zuschauen.